Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Christoph, zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen. Heute mit dem Thema, wer wird die neue Judith Polger? Tja, dann machen wir wieder Talentsuche. Ja, wir haben uns auf die Suche gemacht. Wo sind denn die vielversprechendsten Juniorinnen? Ja, und ja, wer könnte da vielleicht mal die Nummer 1 werden? Und darum geht es jetzt auch. Wenn wir uns Judith Polger ansehen, vielleicht die Jüngeren hier oder die beim Schach ganz neu sind, die können vielleicht mit Judith Polger gar nicht so viel anfangen. Ist vielleicht möglich, die ist schon fast 10 Jahre nicht mehr aktiv als Spielerin, aber natürlich immer noch präsent, ne? Kommentiert Partien und macht ganz viel Werbung fürs Schach, ne? Durch irgendwelche Aktionen, durch irgendwelche Veranstaltungen. Ja, Judith war in ihrer allerbesten Zeit mal in den Top 10, relativ kurz nur, aber das war also das, also in den Top 10 overall, ne, mit einem Rating von 2735. Also sie wäre mit dem Rating heute auch Nummer, was ist das, Nummer 20 oder sowas, also eine absolute Top-Klasse. Und wir versuchen jetzt heute mal zu besprechen, gibt es irgendwo ein Talent, irgendjemand, den man schon identifizieren kann, die vielleicht da hinkommen könnte. Hast du direkt schon deine Favoritin ausgemacht, der du das zutrauen würdest? Ja, schwierig. Vielleicht noch ein paar Worte zu Judith Polger. Du hast schon klar gesagt, ne, sie war Nummer 8 der Weltrangliste. Das war 2005 mit der Zahl, die du gerade genannt hast. Da hat sie auch beim FIDE, beim WM-Turnier mitgespielt, ne? Genau. In St. Louis. Wurde allerdings Letzte in dem Turnier. Das hat ja Veselin Topalov gewonnen damals. War ein Riesenturnier. Und sie ist mit Abstand beste Spielerin aller Zeiten. Und natürlich muss man für die das vielleicht noch nicht so richtig eingeordnet haben bisher, wissen, wie sie natürlich überhaupt so stark geworden ist. Es liegt darin, dass sie in ihrer frühesten Kindheit nur Schach gespielt hat, genau wie ihre beiden Schwestern, ne, Sophia und Suscha, von den Eltern trainiert, von ihrem Vater trainiert, Laszlo. Und sie haben sie auch privat unterrichtet. Sie sind gar nicht in einer öffentlichen Schule gegangen. Das ist in Ungarn wohl möglich. Und mehr oder weniger wurden sie zu Schachgroßmeistern erzogen, kann man sagen. Und ich glaube, der Vater wollte so ein bisschen nachweisen auch damit, ne, dass es möglich ist, durch Arbeit ein Großmeister zu machen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ne, oder? Und in dem Fall sicherlich mit Erfolg. Ja. Die waren, sind alle drei sehr stark geworden. Also die mittelalte Schwester, die Sophia, die hat ja schon von langer Zeit aufgehört zu spielen, hatte aber auch die Spielstärke von einem guten IM erreicht. Und glaube ich, die hat auch relativ früh sich nicht mehr so fokussiert darauf. Ne? Wäre vielleicht auch noch mehr möglich gewesen. Aber hier die Susan, heißt ja heute dann amerikanisierte Shusha Polga, die war Frauenweltmeisterin und auch ist nah dran gekommen, ne? An 2,570 oder was sie da hatte. Ne? Sehr hohes Rating. Aber Judith war die erfolgreichste, die jüngste. Ist ja häufig so, wenn man so Geschwisterpaare hat, dass die Jüngeren dann noch erfolgreicher sind. Ne? Vielleicht, weil die dann im Wettbewerb stehen und sich dann noch mehr beweisen wollen. Also sie war mit Abstand dann die Stärkste. Und die war schon sehr früh sehr stark. Also ich kann mich so ein bisschen erinnern, zum ersten Mal von der gehört habe ich 1988. Da habe ich gerade mit Schach angefangen gehabt und habe dann so die ersten Schachzeitungen gekauft. Und da wurde damals Ungarn Olympiasieger mit den drei Schwestern. Ja, das war sehr lustig, dass so eine Schwesternmannschaft dann die Frauenolympiade gewonnen hat. Und da hatte Judith schon ein Rating von 2550 mit 12. Und das wäre auch heute noch absolut sensationell. Also mit 12 Jahren so ein Rating gibt's nicht. Also könnte man jetzt gucken, ne, dass selbst die heutigen Supertalente, so ein Gukesh oder Mishra, die jetzt so diese Rekorde gebrochen haben, die sind auf dieses Niveau erst leicht später gekommen. 13, 14 oder so. Das war schon unglaublich früh, wie sie da dieses hohe Rating erreicht hat. Und die hatten ja auch den Rekord gebrochen von Fischer. Ne? Fischer wurde mit 15 Jahren Großmeister, irgendwann in den späten 50ern. Und diesen Rekord hat dann ja Judith Polger gebrochen um einige Monate, dann mit 15. Also sie hätte das vermutlich schneller geschafft in der heutigen Zeit, wo es dann viel mehr Turniere gab. Ne? Die Spielstärke hatte sie schon mit 13 ganz locker drin. Aber damals, das ist ja auch eine andere Zeit gewesen. Ne? Da war alles noch nicht so offen, dass man die ganzen Turniere locker hätte spielen können. Und so dauerte das ein bisschen, ne? Also, das ist schon ein harter Vergleich. Wenn man jetzt heute guckt, ne, wer hat so ein Talent, da gibt es nicht viele. Ja. Ein wichtiger Punkt noch zu ihr, sie hat am Anfang noch
U12, U14 WM gewonnen, ne, im offenen Turnier. Dann hat sie aber irgendwann aufgehört, gegen Frauen zu spielen, an Frauenturnieren teilzunehmen, nur noch gegen Männer gespielt. Und das ist auch immer so ein Punkt, der immer wieder erwähnt wird bei ihr, warum sie so gut geworden ist, weil sie sich mit den Besten gemessen hat, schon sehr früh. Und sie war offensichtlich sehr früh schon auf Leistung getrimmt und so einen Weg beschritten, wo man vorhersehen konnte, dass sie irgendwann mal sehr gut wird. Dass es am Ende dann so gut wird, konnte man natürlich nicht vorhersehen. Dann ist sie allerdings schon im Jahr 2014 ist sie zurückgetreten, im Alter von 38 Jahren und ist jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, sehr viel unterwegs in der Schachszene als Kommentatorin, hat ihre eigene, ich weiß nicht, ob Stiftung, aber in Ungarn macht sie jährlich immer so eine große Schachgeschichte, wo sie die Werbefigur ist, Testimonial ist. Also sie ist in der Schachszene immer noch verwurzelt und noch dabei. Ja, zu unserem Hauptthema. Wer könnte sie mal beerben? Wir haben natürlich in der Zwischenzeit schon starke Spielerinnen gehabt, wie die Chinesin Hu Yifan, die so im 2-6er-Bereich gelandet ist irgendwann. Hu Yifan ist ja auch ein ähnliches Beispiel gewesen, weil sie sehr, sehr früh sehr, sehr gut war. Früh Großmeister geworden ist. Ich weiß es nicht, in welchem Alter. Und im Prinzip, ja, den gleichen Werdegang hatte, ne, so ein bisschen. Ne? Und, ich glaube auch, also sie hat dann ja im Prinzip Schach mehr oder weniger aufgegeben zugunsten einer akademischen Karriere. Sie hat ja in ich bin mir jetzt nicht sicher, also einer großen englischen Uni, ich glaube Oxford studiert. Und ist mittlerweile lehrt sie als Professor irgendwo in China. Ne? Also nicht Shanghai, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Also sie ist ja keine Profispielerin mehr. Und ich denke, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die ganz voll auf, ne, also wir versuchen jetzt das Maximum rauszuholen. Die hatte als höchstes Rating 2680 oder sowas, ne, die war so nah dran, die 2700 zu knacken. Die hat auch so Dinger, Gibraltar Open mitgewonnen, Co-Sieger, solche Sachen ist schon heftig, ja, das muss man erstmal machen. Sie hatte da bestimmt einige Möglichkeiten, aber das ist natürlich so, es gibt dann Alternativen und wenn man dann anderweitig auch noch interessiert ist und dort auch gut ist, ne, nur nach Oxford kommst du auch nicht mal eben so, ne, ist natürlich auch eine interessante Geschichte dann, ne, und so ist sie dann vom Schach praktisch weggekommen. Die Story wird es bestimmt öfter mal geben, ne, dass man irgendwie in der Vergangenheit mal große Talente hatte, aber die dann vielleicht irgendwo abgewandert sind. Wobei Hu Yifan, glaube ich, da mit Abstand das Beispiel ist. Die hätte das schaffen können, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Das war jetzt ja nicht weit weg ohnehin. Und da hat auch im Prinzip so diese, wenn man guckt, so diese Alterskurve, ne, welche Stärke, in welchem Alter, das hat so grob gepasst. Ne? Die wurde, glaube ich, mit 14 Großmeisterin so um den Dreh. Ja, und das kommt so ungefähr hin. Und wenn man heute so guckt, was ist denn so an Talenten da? Also Ich hab jetzt niemanden so gefunden, wo ich gesagt habe, ja, hundertprozentig, ne, das ist jetzt so für mich die Kandidatin, die das vielleicht schaffen könnte. Wenn man die, was ich auffällig finde, wenn ich mal so rum anfange, ich habe mir mal angeguckt, so die Top 50 bei den Frauen, Top 40, 50. Mhm. Und habe dann mal überlegt, so wie sieht denn das aus, wenn ich die Top 40, 50 so overall vergleiche. Da finde ich halt, dass in der offenen Klasse sozusagen, ja, also ich sage mal bei den Männern, in den Top 40, da sind viel mehr Jüngere drin. Also wir haben ja letztes Mal schon gesprochen über so Namen wie Gukesh, Pragananda, Keimer, also die unter 20 sind. Mhm. Und da ist bei den Frauen wirklich wenig. Es sind wenige. Also da findet man so mit so einem Jahrgang von 2006, da findet man mal so ein, zwei Spielerinnen, aber die sind dann auch jetzt nicht ganz nah dran. Ne? Die sind dann auf Nummer 30 oder so. Ja? Wobei es einen interessanten Fall gibt, den kann man vielleicht mal kurz erwähnen. Das ist vielleicht eine interessante Story. Nämlich die Inderin, so jetzt komme ich mir mal in Aussprachen, Saraju Velpula. Ich muss das mal richtig lesen bei der schlechten Schrift hier. Die Story hast du auch verfolgt, ne? Dass die von einem Rating von 1800 auf 2440 gegangen ist in 3 Monaten, ne? Am Rande, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, du meinst jetzt eine andere Inderin, aber sag mal. Ja, also ne, die ist Jahrgang 2006, muss man jetzt eben rechnen, ne? Also 17. Und die hatte also ein Rating von 1850, noch Anfang des Jahres, und hat dann innerhalb von 3 Monaten ihr Rating auf 2444 hochgezogen. Mhm. Hat auch direkt ein paar IM-Normen gemacht. Ja? Die müsste also den IM-Titel jetzt auch kriegen.
Also faszinierend, dass man in der kurzen Zeit das schaffen kann. Also es gibt dazu auch Untersuchungen, ne? Also hier Ken Regan, dieser amerikanische Professor, der sich mit, also auch mit Cheating beschäftigt, ne? Der hat diesen Fall untersucht, ne? Der hat dann festgestellt, dass die schon vorher sehr stark gespielt hat, aber einfach nicht, also der hat die Züge praktisch gecheckt, ne? Was das Spielniveau war. Mhm. Und das war schon auch im letzten Jahr extrem hoch, aber die hat nur so wenig Partien spielen können, vielleicht noch irgendwelche Nachwirkungen von Covid oder sowas, also sie kam irgendwie aus Indien nicht raus, ne? Und jetzt hat sie 3 Turniere außerhalb von Indien gespielt, und hat 2,440. Ist natürlich super stark, diese Entwicklung. Nur wenn wir jetzt den Vergleich ziehen, die ist 17, da müsste man, wenn man jetzt auf das Niveau raus will, was Judith Polger hatte, da müsste die schon noch mal 200 Punkte mehr haben. Ja, 150 sie ist ja, Jahren. Also wir haben ja sehr viele indische Fälle, ne? Mit enormen Elo-Anstieg. Nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen. Ist das, neben der Velpula ist ja noch die Divya Deshmukh zu nennen, die vielleicht ist sie ein Jahr älter. Jahrgang. 2005 Jahrgang, genau. Also ein knappes Jahr älter, die auch jetzt einen Riesensprung gemacht hat und auch letztens, glaube ich, dieses Rapid- und Blitzturnier in Kolkata gewonnen hat und auch gegen arrivierte Spieler, gegen starke Spielerinnen gewonnen hat. Und da muss man abwarten, wie weit es nach oben geht. Aber wie du schon sagtest, die sind ja schon Jahrgang 2005, 2006. Ne? Das ist im Vergleich zu Polger natürlich nichts Besonderes. Ne? Innerhalb der Frauenszene natürlich schon was Besonderes, aber im Vergleich zu Judith natürlich hinken sie stark hinterher. Ja. Und ja, also da erwarte ich jetzt keine außergewöhnlichen Sprünge mehr, ne, im Vergleich zu Polger jetzt. Ne? Also es werden so starke Spielerinnen und Indien hat sowieso sehr viele Spielerinnen auch. Ne? Also der Boom in Indien, der Schachboom wirkt sich nicht nur auf das Schachspiel bei den Männern aus oder im Open, sondern auch bei vielen im Frauenschach. Es gibt viele starke Frauen und Indien scheint wirklich die Supermacht der Zukunft zu sein, gar keine Frage, bei beiden Geschlechtern. Mit Sicherheit gibt es auch dort ganz viele Spielerinnen, die massivst unterbewertet sind. Ja, ja, also die da irgendwo mit Ratings von 2-1, 2-2 rumlaufen, die viel, viel stärker sind. Ja? Mhm. Also das ist auch so eine Horrorvorstellung. Da würde man bei so einem Turnier mitspielen, hat dann nur so indische Kinder sitzen. Da kann man schon direkt seine Zahl dann direkt rüberreichen, ja, weil man da irgendwie kaum irgendwie Chance haben wird. Ja, ich glaube, das liegt. Also das ist ein Exkurs, ne, weil sich manche fragen, wieso haben die so niedrige Zahlen? Es ist nicht so, dass alle Schachpartien ausgewertet werden, ELO-mäßig, weil das für die Organisatoren auch Geld kostet, ne, an die FIDE. Man muss ja, glaube ich, mal für jedes ausgewertete Turnier eine bestimmte eine Summe zahlen an die FIDE, ne? Und ich glaube, das wirkt dann in manchen Ländern abschreckend, weil die sagen, okay, dann werten wir das nicht aus, ist uns egal. Und es ist, glaube ich, nicht verpflichtend, dass alle Schachturniere FIDE geratet sind, ne? Ja, es ist so, dass, denke ich auch, dass das Elo-Zahlenniveau von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich sein kann, wenn man so praktisch das so als Blase betrachtet. Ne? Die Turniere, die so innerhalb der Länder stattfinden, häufig ohne große internationale Beteiligung, ja, da bildet sich dann auch so ein bisschen ein Niveau raus, welches von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich ist. Und in Indien wird dann wohl weniger ausgewertet. Und die haben vermutlich auch einfach eine unglaubliche Masse von Leuten, die dann einsteigen mit niedrigen Zahlen. Mhm. Und das drückt das irgendwie runter. Ja? Und häufiger hat man dann wirklich den Fall, dass die dann anfangen, international zu spielen. Ne? Die kommen dann oft manchmal mit ganzen Delegationen zu den großen europäischen Open-Turnieren. Und sind dann da ein einziger Albtraum, ja, gegen die ich spielen muss. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn wir der Frage nachgehen, wer könnte denn so eine Karriere machen wie Judith Polger, dass sie so in die mal Top 40, 30 irgendwie einbrechen kann, dann müssten wir ein bisschen auf die jüngeren Jahrgänge noch gucken. Ja, was ist denn da? Ja, ich habe also eine Spielerin, die da heraussticht aus meiner Sicht. Allerdings ist sie auch schon 13 jetzt. Das ist die Chinesin Lu Miaoji. Da habe ich ja schon ein paar Videos gemacht. Die hat jetzt auch bei der Juniorinnen-WM mitgespielt, ne? Bei der U20. Das ist nicht die Jugend-WM, das ist die Junioren-WM. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Turnier. Bei den Männern hat ja. Wer hat denn bei den Männern nochmal gewonnen? Der junge Franzose. Ah ja, Maurizi? Korse. Die sind ja ganz stolz. Korse, ja, okay. Ja, die waren ja ganz stolz. Ne? Die sind ja. Das ist ja auch ein Spieler, der ja auch. Seit vielen Jahren, wo man vorhersah, dass er so stark wird. Ne, das ist und weder niemand, aber auch leider unser Teilnehmer Frederik Svane auch nicht so dolle gespielt bei der WM. Und bei den Mädchen, da hat ja eine Argentinierin gewonnen mit einer Elo von 2,370.
Dann eine Bulgarin dahinter und diese Lumia Oji, die ist ja 13, die hat schon mitgespielt. Das hat schon eine große Leistung, mit 13 bei der U20-WM mitzuspielen. Dann ist sie siebte geworden und war auch vorne mit dabei immer. Hat eine Zahl von 2,279 gerade im klassischen Schach, war aber schon bei 2,3 irgendwas. Hatte fast 2,4. Genau. Also das ist ein sehr interessanter Fall, weil das natürlich auch Parallelen gibt zu Judith Polgar. Ihre Mutter ist Großmeisterin, also von der Lu. Und sie trainiert sie halt und spielt die Turniere mit ihr halt auch in Europa und ist mit ihr unterwegs. Es scheint also auch da Parallelen zu geben im Sinne dessen, dass sie halt wirklich voll auf Schach setzt und also die Mutter, und sie trainiert sie, sie spielt Schach und investiert sehr, sehr viel Zeit. Ob das wirklich so intensiv ist damals bei Judith Polgar, kann ich jetzt nicht einschätzen. Man erfährt ja auch mal leider nicht so wahnsinnig viel bei diesen Sachen. Gibt auch kaum Interviews irgendwie. Also das muss man auf jeden Fall beobachten, wie gut sie wird. Sie ist natürlich in ihrer Altersklasse die Beste mit Abstand. Und das ist für mich so der herausragende Name so in diesem Kontext. Ja, ja, sie hat ja dann auch irgendwo offenbar die Möglichkeit, also sie muss dann offenbar nicht irgendwo nochmal nach China zurück und irgendwelche Schulprüfungen ablegen. Ja? Also man weiß es jetzt nicht, aber offenbar nicht in dem Umfang, wie das wohl nötig wäre jetzt in Deutschland. Ne? Weil da kannst du ja nicht einfach so ein Kind aus der Schule rausholen. Ne? Das ist ja hier rechtlich gar nicht möglich. Ja. Und auch viele andere, die im Westen jetzt große Talente waren, haben ihre Schule auch noch irgendwie zu Ende gemacht. Ne? Also ich weiß jetzt, so ein Peter Leko zum Beispiel, mit dem hatte ich mich mal unterhalten, der musste dann immer wieder, also der hat viel freigekriegt aus der Schule, ne? Aber der musste immer wieder zu den Prüfungen antreten. Ne? In Ungarn? Ja. Okay, aber. Ja, das hat er gemacht. Also bei den Vollgas dann wahrscheinlich ähnlich. Ja, also er hat dann so Prüfer, er meint, das war so, der ist natürlich super intelligent und hat das einfach so nebenbei eben gemacht, ne? Aber immerhin, ne, musste das noch machen irgendwo. Und Magnus war auch noch ziemlich lange noch irgendwie auf der Schule, ne? Ich weiß nicht, wie lange das dann notwendig war. Wirklich? Ja. Naja, der hat ja mit 12, 13 eigentlich auch ein Turnier nach dem anderen gespielt. Also ja, ich glaube, die Eltern, Schullaufbahn war das nicht. Nee, das stimmt schon, ne? Aber ich glaube, der hat ja auch dann irgendwie so eine Sportgeschichte da an der Schule gehabt, ne? Dass er da ganz viel freigestellt wurde. Mhm. Naja, gut, wir schweifen irgendwie ab. Aber die Spielerin finde ich auch interessant. Die hat ja auch einen sehr, sehr taktischen, scharfen Stil, ne? Das ist richtig nett, ne? Die hatte mal diese Partie im Franzosen, ne? Glaube ich, wo sie da so mit Opferstil gewonnen hat, ne? Das war cool. Naja, wer da auch noch sicherlich interessant ist, ist die amerikanische Spielerin Alice Lee, die ist Jahrgang 2009, also jetzt 13 oder 14, die jetzt schon ein Rating von 2400 hat. Die spielt auch, finde ich, sehr überzeugend, ist auch sehr, sehr nett anzusehen, also sehr aggressive Spielerin. Okay, 13, 14, Elo 2,4, gut, wenn es dann jetzt schnell weitergeht, ne, dann ist da auch noch was möglich, aber es ist jetzt auch nicht, dass man jetzt sagt, ja, genau das ist es jetzt. Ne? Aber das ist noch eine auffällige, finde ich auch noch eine auffällige Spielerin. Ja, absolut. Es fällt sowieso auf, dass wir sehr viele asiatischstämmige Spielerinnen, die in den USA leben, in diesen Listen sehr weit vorne sind. Da sind auch Namen wie Joy Tang, sehe ich gerade, die ich vorher noch nie gehört hatte, aber Rochelle Wu, auch bekannt, ne? Aber die sind alle im so 2-2er, 2-3er Bereich, so in dem Bereich, so 15, 16. Ja, es gibt noch eine ganz junge, die heißt Iris Lee, die habe ich noch gefunden. Die ist Jahrgang 2012 und hat 2,150. Also mit 10, 11. Ja. Schon ganz gut, ne? Aber ja, Hast vollkommen recht, da sind ganz viele, die irgendwie da asiatische Wurzeln haben, aber die möglicherweise schon in der x-ten Generation in den USA sind, natürlich. Ja, ja, klar. Aber es ist auffällig, dass gerade wirklich sehr viele asiatische Namen den amerikanischen Schachmarkt beherrschen, so kann man sagen. Gerade in den jüngeren Jahrgängen. Ne? Sehr, sehr viele junge Spielerinnen gefördert werden und stark sind. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch, hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen, dass da häufig in dieser Kultur, die da ja vielleicht auch noch verwurzelt ist, irgendwo so der Leistungsgedanke ist ziemlich stark, ne? Dass sie wollen, dass ihre Kinder, ne, irgendwie so richtig was bringen, so, ne? Du hast ja, guck mal in die Siegerlisten der deutschen Jugendmeisterschaften. Die Hälfte der Namen sind nicht in Anführungszeichen urdeutsch, ne? Also du hast alles dabei. Asiatische Namen, irgendwas Osteuropäisches, wo du nicht genau weißt, weil vieles ukrainisch, ne? Aber da siehst du, ne, was für ein Talentzufluss da kommt aus anderen Ländern und anderen Kulturen, ne, die
jetzt hier auch in Deutschland im Jugendschach vorne sind. Das sind ganz viele. Ja, also da haben wir schon ein paar Namen genannt. Ich habe auch noch mal, ich habe mir so zu viele Listen ausgedruckt. Da bin ich schon hier verwirrt. Ich muss jetzt mal eine andere Liste hier erstmal nehmen. Ja, bei den ganz Jungen sind vielleicht noch irgendwie interessante Namen dabei. Was meinst du mit ganz jung? Also ich finde noch interessant, es gibt noch eine Spielerin, eine englische Spielerin. Jetzt komme ich wieder mit. Ich weiß, worauf. Ja, ich weiß, wie du meinst. Odana Sivananda. Ja, da gab es ja letztens ein Video. Sivananda, oder? Genau. Das war doch letztens das Video auf chess.com, oder? Wo sie gegen den Politiker gespielt hat, der 88 Jahre ist, ne? Genau. Und also die ist Jahrgang 2015, also die ist dann 8, ne? Und 8, okay. Und die hat 1850 Rating, damit dem Rating ist immer schwer, ne, in dem Alter. Ja, in dem Alter aber sagt das nichts, ne. Da sagt nicht so viel, aber mit 8, ne, die hat ja auch die, was weiß ich, die Frauenblitzmeisterschaft, ne, von England irgendwie dominiert. In dem Alter ist natürlich lustig, ne, wenn vielleicht auch die Konkurrenz nicht so toll war, aber trotzdem, Gewinn erstmal. Also das ist noch auffällig und es gibt noch, es gibt auch noch eine amerikanische Spielerin mit einem gleichen Rating, fast dem gleichen Rating, im gleichen Alter, Romy Milner. Die hat auch 1850 mit 8 Jahren. Mhm. Ne? Also das ist schon ganz gut. Also es gibt ein paar, die so ungefähr auf dem Niveau sind. Allerdings kann man, ja wie gesagt, wie du schon sagtest, kaum diese Zahl bewerten. Ne? Die können schon viel besser sein, aber es kann auch eine Zahl sein, die nur auf eine Handvoll Partien überhaupt basiert. Ne? Aber das ist natürlich auf jeden Fall möglich, ne, dass in diesem Bereich extreme Talente dabei sind, die vielleicht auch so einen ähnlichen Weg beschreiten könnten. Ne? Aber das ist natürlich ganz schwer bewertbar. Ne? Aber wir sehen schon, es ist relativ überschaubar. Ne? So viele Namen haben wir nicht. Ne? Also bei mir ist es halt Lu Miaoji und Alice Lee so ganz oben auf der Liste. Mhm. Dann diese junge Inderin, wobei die ist erst 8, mein Gott. Kann in einem, zwei Jahren schon wieder komplett vergessen sein, wenn sie kein Schach mehr weiterspielt. Weiß man nicht. Eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, wie du schon erwähnt hast, diese kulturellen Unterschiede, ne? Weil es kommen ja auch immer wieder Fragen, wieso ist das bei uns nicht so im deutschsprachigen Raum oder in Westeuropa? Wir haben hauptsächlich Spielerinnen asiatischstämmig in den Osten USA, aus Osteuropa, ne? Aber so Westeuropa sieht man ganz selten solche Namen. Ne? Ja. Das ist halt ein kultureller Unterschied, ganz klar. Hier geht es um den Leistungsgedanken, dass Kinder aus diesen Ländern, es geht ja auch um sozialen Aufstieg und gerade innerhalb von Kulturen oder Ländern, in denen das Niveau nicht so hoch ist. Ne? Was wollte ich jetzt sagen? Welches Niveau? Lebensniveau? Ja, vielleicht so ein Durchschnittseinkommen oder so weiter, wo man Chancen sieht, ne, mit Schach aufzusteigen. Ne, da wird das eher dann versucht als in Westeuropa. Ja, das siehst du auch, das ist mir mal aufgefallen, als ich so die Top 50 der Frauen durchgeguckt habe, welche Länder tauchen da überhaupt auf? Ja, ja. Du findest ganz, ganz wenig westeuropäische Länder. Du findest mal, das sind dann so Personen hier wie Pia Kremling oder Elisabeth Peetz, die schon seit 20 Jahren, Ewigkeiten, also Elisabeth, 15 Jahre irgendwie, also in der Top-Klasse dabei sind. Und du findest ganz wenig Jüngere. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass heute es halt viele, viele andere Möglichkeiten gibt, sich hoch zu qualifizieren. Und die jung schon beim Schach Potenzial haben, die wandern häufig dann in den akademischen Bereich ab. Das siehst du häufig. Wir haben ja auch in Deutschland zum Beispiel wie hieß das Programm? Power Girls? Prinzessin? Ich glaube, gab es auch mal dann ein Prinzessinnenprogramm? Nee, du hast das recht, das ist Power Girls. Aber das ist ja ganz aktuell jetzt, 2, 3 Jahre. Das gibt es noch nicht so lange. Aber es gibt so einige Spielerinnen da, die so ein Level von 2-3 erreicht haben, 2-3 irgendwas. Wir hatten auch früher hier Phyllis Osmanodja, heißt sie, ne? Die hat aufgehört, ist jetzt, glaube ich, Ärztin, ja. Radiologin. Es gibt viele. Oder Antonia Ziegenfuß, die studiert jetzt Medizin. Studiert Medizin. Spielt bei mir im Team übrigens, in Hamburg, Hamburg SK, Frauen-Bundesliga. Aber wie du sagst, Schachspielen tut ja eigentlich nicht mehr groß. Studiert halt jetzt, konzentriert sich auf Studium. Ja, und da wird es viele Beispiele geben, die dann halt eben nicht den vielleicht riskanten oder wie auch immer unkonventionellen Weg wählen, Schach professioneller zu betreiben, sondern die dann in den konventionellen Beruf gehen und da häufig, denke ich, auch gut aussehen, weil sie halt
gute Grundlagen haben, ne? Gut qualifiziert sind und im Studium dann da auch was erreichen können. Und den Fall wird es ganz, ganz oft geben, dass du da gar nicht an das Leistungslimit irgendwo rankommst, ne, die, was eigentlich möglich war, weil der Fokus sich dann verschoben hat. Ja. Gut, bei den Fällen, die wir jetzt genannt haben, aber auch generell, da ist das Niveau aber allerdings auch nicht hoch genug, dass man sagt, das betreibt man professionell. Man merkt ja schon sehr, sehr früh, ob jemand überhaupt theoretisch die Möglichkeit hat, ein Profi zu werden in dieser Sportart. Das fängt ja, das weiß man schon sehr früh, ne? Bei den sieht man ja anhand der Elo-Kurven, ne? Wie du gesagt hast, bei Polga schon sehr früh halt, ne? 2,5 mit 13, hast du gesagt, oder 12. Ja. Ich meine, dann ist es ja. Ja, dann sollte das eigentlich keine große Frage mehr sein. Ja, das ist ja was ganz was anderes, man, ne? Und was man dann macht, ne? Es gibt ja auch manchmal einfach das Phänomen bei Judith Polga, die hat ja auch aufgehört, als sie dann, ich glaube, zweifache Mutter wurde, ja. Das ist ja auch noch ein Faktor. Da war sie schon. Sie hat wieder angefangen. Sie ist Mutter geworden, hat seit 2000 verheiratet mit einem Arzt aus Ungarn, Tierarzt mal. Nee, auf jeden Fall ein Arzt. Und dann ist sie Mutter geworden in den ersten 10 Jahren und dann später hat sie erst aufgehört. Ich hatte nur im Kopf, dass sie zweifache Mutter ist und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie das zeitlich dann einzusortieren war. Okay. Kann natürlich eine Rolle gespielt haben, dass viele andere Dinge natürlich für sie in den Vordergrund gerückt sind. Natürlich auch ihre Rolle als Mutter, als in der Familie, das ist klar, das war ja vorher nicht da, spielt mit Sicherheit alles eine Rolle. Gar keine Frage. Mhm. Aber sie hatte schon auch ihren Peak überschritten zu dem Zeitpunkt, ne? Mit 37. Und dann denkt man sich einfach schon ja auch, wie viele Männer auch so, ja, was soll ich jetzt noch erreichen? Ne? Und dann ist sie zurückgetreten. Aber. Das ist ja dieses, das muss man ja auch sehen, dieses Profitum, da ist nun auch sehr zeitaufwendig, ne? Durch das Reisen, durch die Vorbereitung und sowas. Ne? Das ist ja auch was du nicht nebenbei wirklich machen kannst, ne? Sondern mit extremem Zeitaufwand zu verbinden. Deswegen treten auch einige dann ja ganz zurück. Ne? Sie hat ja auch nicht irgendwie nochmal, das machen ja manche da noch so wie ein Kramnik, ne? Der ist lange zurückgetreten, aber der spielt ja trotzdem noch alle möglichen Schnellturniere mit und sonst was. Ja, und Polga hat wirklich gar nichts mehr gespielt, ne? Stimmt, Judith spielt echt gar nichts mehr. Ja. Gar nichts. Und die würde natürlich ganz locker, also selbst ohne irgendwelche großartiges Training, wird die natürlich was erreichen. Ne? Sie war ja gut. Wäre eigentlich lustig, sie nochmal spielen zu sehen, eigentlich, ne? Stimmt. Mhm. Aber sie spielt echt gar nicht mehr, ne? Gar nicht. Im Gegensatz zu Hu Yifan übrigens noch, die hin und wieder mal was spielt. Das stimmt. Ne? Hin und wieder so ein paar Sachen spielt sie noch. Die hat gerade erst, glaube ich, chinesische Liga oder sowas gespielt. Ja, das ist auch so ein Turnier. Leider kriegt man alles nicht so mit, was die Chinesen da machen. Muss man einfach mal sagen, jetzt ja, der Weltmeister ist sowieso abstinent. Und aber auch gerade läuft irgendwas in Dan zu, was man auch nicht so richtig mitbekommt. Ja. Ja, das wird überhaupt nicht professionell irgendwie, also es gibt keine Berichterstattung, es gibt keine Übertragung. Gar nicht so richtig. Ja, naja. Da hat man keinen wirklichen Durchblick, ja. Bei den chinesischen Spielerinnen übrigens, nur mal kurz nochmal, da hast du auch manchmal das Phänomen, wo man jetzt sagt, die hören dann auf, die hören häufiger auch auf hohem Niveau auf, die Spielerin, um dann Trainerin zu werden. Ne? Das gibt es da auch häufiger mal. Ne? Also zum Beispiel gab es ja auch Xi Yun, die Weltmeisterin war Anfang der 1990er. Die ist schon seit Jahren dort irgendwie eine der Top-Trainerinnen. Ne? Also da sind auch sogar in relativ jungem Alter einige zurückgetreten, um dann dort zu trainieren. Ne? Also da sind auch irgendwie Karrieren ganz anders, ja, als das hier der Fall ist. Ne? Da würde niemand wahrscheinlich mit irgendwie Ende 20 aufhören zu spielen, um dann plötzlich Trainerin zu werden. Ja, das gibt's da aber offenbar. Ja, bei den Männern Wang Yue auch. Stimmt, der spielt auch nicht mehr, ne? Der war auch sehr gut. Ja, über 2,7er. Ja, der hatte auch mal so um die 30 hat er dann aufgehört. Und meinte dann auch, dass er ja eigentlich ja nur noch Trainer ist, ne? So eine Schachschule hat in China. Und dann wurde er witzigerweise nach Dortmund eingeladen und meinte so im direkt bei der Pressekonferenz so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich eingeladen wurde, ich bin ja eigentlich zurückgetreten, aber das fand ich so lustig, das war so geil. Ich weiß gar nicht, warum ich eingeladen wurde, bin vielleicht zurückgetreten. Ja gut, wenn er meint, ne, spiel ich halt. Ja, genau. Gut, also, was ist unser Fazit? Klare Kandidatin haben wir nicht, am ehesten noch bei den Jüngeren, ja, also Also ich verfolge Lu Miaoji, werde ich weiter verfolgen, Alice Lee und diese Inderin und dann ansonsten
nicht so wahnsinnig viel, ne? Ja, wobei ein Punkt ist, wir haben jetzt so Listen gewählt, ne, wie wir schon gesagt haben, bei den Spielerinnen besonders aus Indien ganz schwer zu sagen. Vielleicht gibt es da Top-Talente, die keiner bisher identifiziert hat, ja, die einfach ganz schnell da noch kommen. Na, vielleicht müsste man da so Ramesh oder so fragen, ob der da eine Top-Kandidatin noch irgendwie aus dem Hut ziehen kann, einen der Top-Trainer aus Indien. Ja, das ist immer noch möglich. Aber so aus Westeuropa sehen wir da, zum Beispiel sehen wir gar nichts. Ach, das ist gar nichts am Horizont. Also zumindest nicht, was die absolute Spitze betrifft. Ne? Ja. Ja, danke für diesen Themenvorschlag. Übrigens, der wurde uns ja dann unterbreitet nach dem letzten Video. Also macht ruhig gerne weiter Vorschläge. Wenn euch was speziell interessiert, auch irgendwie aktuellen Thema, irgendwie euch auf den Nägel brennt, dann behandeln wir das natürlich gerne. Ja, jo. Gerne. Gerne posten, Kommentare posten, Themenvorschläge nehmen wir herzlich an. Ich danke dir, ja, okay, mein Lieber, ebenso. Und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.